Ich stehe heute hier, um euch einen Überblick zu dem Standard Yunnan Unicode zu geben und fange mit der Geschichte an. Die meisten von euch wissen das, Computer können im Prinzip nur mit Zahlen umgehen und die Textzeichen, die wir alle auf dem Bildschirm sehen, werden intern durch Zahlen repräsentiert. Eine solcher Mappings oder Projektionen von Zeichen auf Zahlen ist ASCII, eine Sammlung von alphanumerischen Steuer- und Symbolzeichen, die 7-Bit breit ist, also 7-Bit-Integer-Werte, werden zugeordnet zu den Zeichen. Das hier ist ein alter Chart von einem Druckerhandbuch aus der Wikipedia. Jeder, der sich schon mal mit ASCII da auseinandergesetzt hat, hat den schon gesehen, aber man sieht halt ziemlich genau, links sind die unteren, sagen wir mal unteren 4-Bit und oben seht ihr die oberen 3-Bit und zu den jeweiligen Werten sind dann in der Tabelle Zeichen zugeordnet. 7-Bit, das heißt also bei einem modernen Byte ist ein Bit noch frei. Das hat dazu geführt, dass es eine ganze Menge von Textencodings bzw. Codepages gab, die 128 zusätzlichen Zeichen belegt haben. Natürlich hat es zu Kollisionen geführt. Zum Beispiel, wenn man die westeuropäischen Zeichen, die Umlaute und die französischen Accents und die spanischen und so weiter, wenn man die reinmappt und dann eine Datei hat, die dann speichert und jemand anderes dasselbe im Griechischen machen möchte, dann gibt es eine Kollision. Und das führt natürlich zu Kompatibilitätsproblemen. Hier ist zum Beispiel Isolation 1 und wenn ich jetzt umschalte auf Make Roman, sieht man, da bleiben eine ganze Menge Zeichen gleich, nämlich in der oberen Hälfte minus die ersten zwei Zeilen, wenn ich hin und her schalte. Aber die unteren Sonderzeichen oder Extrazeichen ändern sich vollständig. Und ein Mensch kann eine Datei vielleicht noch erkennen, aber die in dem einen oder anderen Encoding ist, aber für eine Maschine ist das ziemlich schwierig. Und dieser Wildwuchs hat zu dem Wunsch nach einem einheitlichen Standard geführt und eine Gruppe von Firmen und Standardisierungsorganisationen haben sich zusammengesetzt über Jahre und sich dann schlussendlich nach vielen Reibereien auf den Unicode-Standard geeinigt, der 1991 in der Version 1.0 standardisiert wurde. Der enthält eine Untermenge, das Universal Character Set. Das Universal Character Set ist eine einfache Zuordnung von Symbolen, Namen und Zahlen. Die Namen sind grundsätzlich in Großbuchstaben gehalten, können aber auch Zahlen enthalten. Die Zahlen werden Unicode Code Points bezeichnet und abgekürzt in der Schreibweise U plus und dann eine Kolonne von Hexziffern, wie zum Beispiel hier das kleine E, das ist U plus 0065 und heißt Latin Small Letter E. Ursprünglich war das Universal Character Set auf 16-Bit und damit ungefähr 65.000 Zeichen beschränkt. Und die Codierung UCS2, die das eindeutig repräsentierte, hat ein direktes Mapping gehabt. Das heißt also, jeder von den Werten, jeder von den Code Points hatte eine direkte Entsprechung in den 16-Bit. Und der Raum, der da abgedeckt wurde, sind halt, wie bei 16-Bit üblich, 0000 bis FFFF. Das war zu wenig, der Zeichenvorrat war zu klein. Und primär ging es dabei um historisch und seltener verwendete Zeichen. Die prominentesten wohl Zeichen aus dem chinesischen Zeichenschatz. Es gab 2000 eine Weisung der chinesischen Regierung,
dass ein bestimmter Standard einzuhalten sei und der war schon größer als das, was UCS abdeckte. Das erforderte eine Erweiterung auf 21-Bit und auch eine andere Codierung als das UCS-2, nämlich UTF-16 dann, mit einem Raum von 0000 bis 10FFFF. Das sind also 21-Bit. Das ergibt dann ungefähr 1.114.000 Zeichen. Die sind verteilt auf 17 Ebenen, sogenannte Planes, a 65.000 Zeichen. Die ursprünglichen Zeichen aus dem Unicode-Standard sind in die Plane 0 gewandert, die sogenannte Basic Multilingual Plane. Die Emoji, die wir heute alle so gerne verwenden, befinden sich in der Plane 1. Außerdem gibt es die Private Use Area, das ist ein Nutzungsbereich für eigene Zeichen in eigenen Anwendungen. Ursprünglich waren die beschränkt auf E000 bis F8FF und zusätzlich mit der Erweiterung kamen die Planes 15 und 16 hinzu. Man sollte das nicht im Datenaustausch verwenden. Nur intern in der Anwendung, wenn man jetzt mal irgendwas ummappen muss. Ja? Also kommt nicht auf die Idee, da jetzt eure eigenen Zeichen unterzubringen, weil ihr müsstet sonst mit euren Dateien, wenn ihr sie für den Datenaustausch verwendet, immer das Mapping mitliefern oder alle müssten garantiert das Mapping haben für eure Zeichen. Unicode geht aber über das Universal Character Set hinaus. Es liefert eine ganze Menge, wie zum Beispiel Sortierungsregeln und eine Algorithmensammlung und dann Metadaten, die sogenannten Character Properties. Auf die gehe ich später noch etwas detaillierter ein. Bei dem Unicode-Standard wurde einiges an Rückwärtskompatibilität beachtet zu den schon existierenden Sachen. Das Prominenteste ist wohl, das Seltsame ist wohl, dass die ersten 256 Codepoints direkt nach ISO-Lächeln 1 mappen und dann darüber hinaus ursprünglich als Rückwärtskompatibilität gedacht, die Combining Character Sequences. Und diese Combining Character Sequences sind ein kleiner Trick. Mehrere Wege führen nämlich zu einigen der Zeichen. Ein einzelnes Symbol, wie zum Beispiel dieses E-Accent-Aigu, kann eben als einzelner Codepoint abgelegt werden oder zusammengesetzt aus mehreren, in diesem Fall einem kleinen E und einem Combined Acute Accent. Die beiden E sind aber nicht gleich. Also wenn ihr einen Vergleich macht mit einer API, Textvergleich, Stringvergleich, dann bekommt ihr die beiden Strings als nicht gleich raus. Die sind canonically equivalent. Das heißt, wenn ihr eine bestimmte Option bei der Suche setzt, funktioniert das erst. Ja, manchmal ist es der Default, bei manchen APIs aber eben auch nicht. Das ist wichtig zu wissen, diese canonical equivalence zum Beispiel. Manche Zeichen sind visuell identisch, aber tragen unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel das Latin Capital Letter A with Ring Above und das Angstrom Sign. Die sind visuell 100% identisch, die sind sogar so definiert, dass sie visuell 100% identisch sind, aber die sind getrennt, damit man semantisch unterscheiden kann. Ein weiteres Beispiel sind Ligaturen. Das sind Zeichen, die zu einem Zeichen zusammengezogen sind. In diesem Fall habt ihr zum Beispiel 2F, eine Ligatur aus zwei kleinen F, Latin Small Ligature FF, und die getrennten Zeichen, Latin Small Letter F, zweimal hintereinander. Und die sind natürlich auch nicht gleich, das sind ja auch verschiedene Codepoints. Die sind also nicht canonically equivalent, weil sie auch nicht wirklich semantisch identisch sind in dem Sinne, in dem ursprünglichen Sinne. Aber sie, wenn ihr die vergleicht, also zwei Strings, die die einen und die anderen erhalten, dann müsst ihr die Compatibility Equivalence verwenden. Sonst bekommt ihr eine Ungleichheit. Denn die Unicode Codepoints sind einfach nur Zahlen. Und wir brauchen deshalb sogenannte Unicode Transformation Formats.
Das sind algorithmische Codierungen eines jeden Unicode Code Points in einer Byte-Sequenz. Und diese Unicode Transformation Formats, da sind besonders verbreitet UTF-8, UTF-16 und UTF-32 plus deren maschinenabhängige Varianten bei UTF-16 und 32, weil eine Maschine kann ja zum Beispiel Big oder Little Endian sein, und wenn man dann wissen will, welche Endian das im Text hat, dann muss man leider, wenn man Pech hat, raten. Wenn aber alle das Spiel richtig gespielt haben, hat man am Anfang vom Text eine sogenannte BOM, eine Byte Order Mark, die einem sagt, in welcher Ordnung die Bytes in dem Strom, in der Datei angeordnet sind. UTF-8 ist besonders verbreitet im Web, wird bei Go verwendet, intern für die APIs, Linux und Unix für die Dateisysteme. UTF-16 ist besonders verbreitet in den APIs von Java, JavaScript, von OS 10 und von Windows. Das hat historische Gründe, weil die ursprünglich auf Basis von UCS2 geschrieben waren, was 16-Bit hatte, und das dann der logische nächste Schritt war. Und UTF-32 verwendet man selten, aber wenn, dann halt intern irgendwelchen String verarbeiteten Maschinen wie unter Linux oder Unix. Ich erkläre jetzt noch ein paar weitere wichtige Begriffe. Zum Beispiel die Code Units. Das sind Datenwörter fester Größe, also bei UTF-16 16-Bit und bei UTF-8 8 zum Beispiel. Und manchmal braucht man eben mehrere Code Units, um einen Code Point abzulegen. Besonders natürlich bei UTF-8, weil sobald man aus ASCII rausgeht, also aus den unteren 128 Zeichen, muss man das nächste Byte anfangen. Und die Emoji brauchen, glaube ich, 3 oder 4 Byte, bin jetzt nicht 100% sicher. Bei UTF-16 ist es ähnlich, da brauchen die Emoji zum Beispiel immer 2 Code Units, also 2 16-Bit Code Units. Und eine Ausnahme ist in dem Fall dann logischerweise UTF-32, weil die 21-Bit, die definiert sind im Unicode-Standard als Adressraum, natürlich vollkommen in die 32-Bit passen. Eine weitere Sache, die sehr wichtig ist, sind sogenannte Grapheme-Cluster oder mittlerweile oft User-Perceived Characters genannt. Das sind Ansammlungen von einem oder mehreren Code-Points. Auch bei UTF-32 braucht man mehrere Code-Units, um die zu kodieren, weil sie eben aus mehreren Code-Points bestehen. Und besonders der Standardfall sind eben die Combining Characters. Das ist nicht der einzige, aber das ist der triviale Fall sozusagen. Wie wir vorhin bei dem E mit dem Accent aigu als getrennte Zeichen gesehen haben. Die werden eben als vom Nutzer als ein Zeichen gesehen und trotzdem im Zweifelsfalle als 2 Code Points abgelegt. Und um einen String segmentieren zu können, gibt es einen Segmentierungsalgorithmus im Standard. Auf den will ich jetzt nicht im Detail eingehen, aber der benutzt halt die Metadaten, die es für jeden Code Point gibt im Standard, um entscheiden zu können, kann dieses Zeichen jetzt zu einem Grapheme-Cluster gehören? Ist es ein Anfangszeichen von Grapheme-Cluster oder ist es eine Fortsetzung? Ich habe ein paar Kleinigkeiten weggelassen, wie Normalization Forms und Glyphenvarianten, die zum Beispiel im Arabischen sehr wichtig sind, aber sonst wäre das Ganze etwas ausgeartet. Wenn jemand Fragen hat, wäre ich die gerne. Vielleicht keine Frage, aber eine kurze Anmerkung. Falls jemand sich wundert, dass Emojis in Unicode festgelegt sind, dann dazu hatte Tom Scott ein relativ nettes Video, dass da die ganze Formation ist. Ja, das ist wahr. Ja. Da könnte man auch viel dazu erzählen, weil das war damals fast schon Krieg auf gewisse Art und Weise.
Ja, keine Fragen mehr?